Allora, questa è Etna Krakenberger, io mi chiamo Aline Kunz, siamo entrambe assistenti di linguistica all'Istituto di Lingua e Letteratura Italiana. Es soll etwas sein, was die Studierenden motiviert und auch aktiviert. Also nicht einfach nur Frontalunterricht, der Student sitzt da, die Studentin und hört zu, sondern sie sollen aktiv etwas beitragen, mitmachen und eigene Lösungen finden. Regelmäßiges Feedback ist etwas sehr Wichtiges. Also zum Beispiel nach einer mündlichen Präsentation oder einer schriftlichen Arbeit, dass man da wirklich nicht einfach nur eine Note setzt, sondern ein detailliertes Feedback auch zurückgibt, weil ich finde, dass nur so können Studierende auch fachlich und persönlich weiterkommen. Der Hauptgegenstand des Seminars waren die Materialien, die im AIS-Archiv aufbewahrt werden. Also AIS ist die gängige Abkürzung für Sprach- und Sachatlas Italiens und der Südschweiz. Es ist wirklich ein monumentales Werk der Sprachgeografie, umfasst 8 Bände und über 1700 Sprachkarten. Darum haben wir wirklich eine Vielfalt von Materialien, Aufnahmeprotokolle, Fotografien, aber auch zum Beispiel persönliche Objekte der Feldforscher. Und es sind wirklich sehr interessante Materialien, weil sie zeigen uns auf, auch in welchem wissenschaftlichen Kontext dieser Atlas entstanden ist. Es gibt aber noch einen kleinen Teil vom Archiv, der noch ein bisschen unerforscht ist, also Materialien, die noch nicht genau analysiert worden sind. Und die Studierenden wurden mit diesen Materialien konfrontiert. Und die Aufgabe war herauszufinden, um was für Materialien handelt es sich und was haben sie für einen wissenschaftlichen Wert, wie kann man diese für ein breiteres Publikum zugänglich machen. Ich habe mich noch nie mit Sprachatlanten auseinandergesetzt. Deswegen fand ich es tatsächlich mal ganz interessant, wirklich die Unterschiede zwischen den Dialekten aufgeschrieben zu sehen und auch zu sehen, wie halt wirklich diese Interviews quasi mit den Leuten gemacht wurden. Und das fand ich, da hat man wirklich mal gesehen, wie sich quasi Sprachwissenschaft auch außerhalb von einem Seminarraum anwenden lässt oder was man damit alles machen kann. Das fand ich ziemlich cool. Ja, wir haben einen Einleitungsteil gemacht, der war 4 Lektionen, wenn ich mich richtig erinnere, die wirklich darum gingen, den theoretischen Hintergrund dieses Wissen aufzubauen, damit sie dann, wenn sie ins Archiv gehen, wissen, womit sie da eigentlich hantieren. Und dann hatten wir den Rest eigentlich die meiste Zeit, das waren 8 Lektionen, im Archiv selbst, wo sie also in diesen Vierergruppen gearbeitet haben. Da gab es am Anfang auch von uns eine Einleitung, einfach was wir von ihnen erwarten, mit was sie jetzt da arbeiten. Und dann waren sie aber eigentlich frei. Also wir haben gesagt, eben, schaut euch diese Materialien an, bewertet sie, beurteilt sie im Sinne von, was ist spannend, was ist vielleicht weniger spannend, wo muss man es eben in den geschichtlichen und auch wissenschaftlichen Kontext einstellen und was kann ich damit auch machen, um es zum Beispiel einem größeren Publikum eben zugänglich zu machen. Also es gibt dann auch die Möglichkeit, dass Teile davon, von dem, was Sie gemacht haben, auf unserer Webseite, besser gesagt auf der Webseite des AIS, publiziert werden, sofern die Arbeit gut gemacht wurde. Und in diesen Lektionen im Archiv haben wir immer Ende der Lektion mussten die Studierenden aufschreiben, was haben wir gemacht heute, was machen wir allenfalls zu Hause und was sind unsere Pläne für die nächste Woche. Also sie mussten wirklich das strukturiert planen. Anhand von dem auch konnten wir sehen, okay, sind sie auf dem richtigen Weg oder nicht und intervenieren, wenn wir merken, oh, da ist jemand noch sehr im Rücklauf, wenn die bis dann fertig sein wollen, muss da noch was geschehen. Und sie konnten auch aufschreiben, was waren Schwierigkeiten. Und dann konnten wir auch anhand von dem das nächste Mal intervenieren, allenfalls irgendwo helfen. Und dann am Schluss hatten sie noch eine Präsentation und in der letzten Lektion haben wir noch eine Einführung gemacht in das schriftliche Seminararbeit schreiben, genau, und Feedback gegeben zu den Referaten. Nicht wie sonst, der Uni-Alltag ist ja ein bisschen spröde, immer Modelle, Theorien lernen und so. Und hier konnten wir wirklich mal etwas in die Hände nehmen und wirklich etwas machen. Sicher auch mal, dass man in einem Archiv gewesen ist, dass man weiß, ja, wie geht man dort vor, wie muss man aufpassen mit dem Material und wie ordnet man das am besten. Einfach so mal wirklich diese Erfahrung, mal an so einem Projekt teilgenommen zu haben, was ja schon ziemlich einzigartig ist, denke ich, weil das kann nicht jeder machen, so im Studium. Das nimmt man sicher auch mit nach Hause.
Es ging uns auch darum, dass sie wirklich mal aktiv, dass sie da hingehen und was damit versuchen zu machen. Das war aber auch eine große Herausforderung, denke ich, für viele. Einerseits eben, weil es zum Teil noch nicht publizierte Elemente waren. Viele sind sich gewohnt, okay, ich lese einen Artikel über eine Forschungsarbeit und dann weiß ich, wie der das gemacht hat und vielleicht kann ich mir noch überlegen, ob jetzt ich das gleich machen würde oder nicht. Aber Materialien, die noch niemand angeschaut hat und zu denen noch niemand was gesagt hat, sich dann zu getrauen und selbst was dazu zu sagen, das war für einige doch eine Herausforderung, haben wir gesehen. Also ich finde, man sollte den Mut haben, auch auszuprobieren, also verschiedene Lehrformen auszuprobieren, nicht immer dasselbe nur anzubieten. Es ist natürlich mit einem gewissen Aufwand verbunden, aber ich würde sagen, es lohnt sich wirklich allemal. Und ich finde auch, wenn man dann merkt, dass eine gewisse Form von einem Seminar einem wirklich nicht liegt, ich finde das dann auch gut, wenn man das nicht mehr anbietet nachher. Aber ich finde, ein bisschen experimentieren ist sehr wertvoll. Wenn man einfach das mal wagt und den Studierenden auch die Möglichkeit gibt, dass sie was machen, sie müssen ja nicht die Welt neu erfinden. Und vielleicht ist das auch etwas, was sie replizieren, was schon mal gemacht wurde. Aber ich denke, sofern sie wirklich aktiv etwas machen können, wenn man das irgendwie einbauen kann, das gibt dann eine gegenseitige Motivation. Also man spürt, dass die Studierenden Freude haben und ich denke, das reflektiert sich dann auch auf die eigene Lehre wieder und man geht mit mehr Enthusiasmus in die nächste Lektion, auch als Dozierende.